Hi zusammen. Wir tauchen ein in die Welt der Mathematik, ein bisschen was mit Krypto. Neben mir steht Alexis, er studiert Mathe hier in Karlsruhe am KIT, also spricht der Uni Karlsruhe, wenn man so will. So wird es überall anders, glaube ich, heißen. Und erzählt uns was mit dem Titel Tief im Kaninchenbau der Seitenkanalanalyse der Shake-Funktion im Crystals-Delizium. Viel Spaß! Danke. Genau, danke fürs zahlreiche Erscheinen. Der Titel ist ziemlich kompliziert, deswegen möchte ich es kurz einfach sagen. Wir werden jetzt durch den Stromverbrauch messen, also es wird ein kryptografisches Verfahren durchgeführt. Wir werden den Stromverbrauch messen und dadurch ein Geheimnis knacken, quasi. Und beim Vortrag wird es quasi darum gehen, diese Begriffe zu erklären, die jetzt im Titel vorkamen. Also ich möchte euch erstmal sagen, was Seitenkanalangriffe allgemein sind. Da gibt es auch mehr, außer nur den Stromverbrauch zu messen. Dann möchte ich den Angriffsvektor oder den Angriffsalgorithmus erklären. Das ist Crystals Delizium. Das ist ein Postquanten-Kryptografie-Algorithmus, der gerade zur Standardisierung vorbereitet wird. Also ziemlich interessanter Algorithmus. Und da gibt es dann die Schwachstelle Shake 256, das ist eine Hash-Funktion und die kann man dann ausnutzen, um ja, die Seitenkanäle da auszunutzen. Und am Ende möchte ich euch den vollständigen Angriff zeigen, den ich dann vorbereitet habe. Hey, so aus Interesse, wer kennt denn Crystals Delizium? Okay, das sind so 7 Leute, ist gut. Und wer kennt Shake 256 oder SHA-3? Okay, das ist ein bisschen mehr. Erstmal was zu mir. Ich bin Alexis Poulounakis, 23 Jahre alt. Ich studiere eigentlich Mathe im Master und das auch sehr theoretisch. Also ich studiere Algebra, habe einen Fokus auf Algebra und wollte ein bisschen was Praktischeres machen. Deswegen bin ich jetzt Hiwi am FZI, im Forschungszentrum Informatik, seit ungefähr einem Jahr. Und ja, auch wenn ich da viel mit Hardware mache und Stromverbrauch messen, das bleibt trotzdem noch theoretisch und ich hoffe, das kommt auch gut rüber. Ein paar Disclaimer, das ist jetzt kein wissenschaftlicher Vortrag, also das basiert so auf einem Paper, der Angriff, und den habe ich jetzt angewandt auf diesen Algorithmus und ja, ich versuche das ganz schön darzustellen, damit es verständlich ist. Ich setze auch grundlegende kryptografische Konzepte als bekannt voraus, also Hash-Funktionen, RSA oder AES, sollte man mal gehört haben. Und ich habe nicht wirklich Ahnung von Elektrotechnik, Hardware oder Technik, also es kann sein, dass da falsche Informationen kommen, gerade beim Strommessen und allem. Also das ist aus Sicht eines Mathe-Hiwis und genau. Dann mal dazu, was Seitenkanalangriffe sind. Erstmal, die greifen immer eine spezifische Implementierung eines Kryptosystems an, zum Beispiel von Algorithmus. Also wenn man zum Beispiel die Kryptoanalyse hat, dann greift man ja den Algorithmus an, den man den Ciphertext hat. Und hier greift man immer eine Implementierung an, die auf einer bestimmten Hardware ist. Und die da läuft. Und dann gibt es halt irgendwelche Seitenkanäle, die auftreten. Zum Beispiel ein Laptop, der kann Schallwellen ausstoßen oder ja, man kann Schallwellen messen. Und ich habe gestern ein Paper gelesen, dass dann ein RSA-Key knacken konnte, allein durch Geräusche, die ein Laptop von sich gegeben hat. Und eine Partnerforschungsgruppe von uns, die beschäftigt sich mit elektromagnetischen Emissionen. Weiterhin kann man zum Beispiel Timing-Informationen anschauen. Das heißt, wenn man eine Passwortabfrage hat und die länger geht, dann weiß man, dass das Passwort länger ist. Also wenn man das jetzt naiv implementiert über eine Vorschleife, über jedes Passwort. Also da muss man sehr, sehr aufpassen, dass man immer constant time bleibt. Und was wir hier machen, ist, den Stromverbrauch anzuschauen. Genau, dann mal meine erste Aufgabe als Hiwi. Ah ne, erstmal ein kurzer Einschub. Falls man noch eine kleine Auffrischung braucht. Es gibt Verschlüsselungsverfahren, sind immer für einen geheimen Datenaustausch da. Geht symmetrisch, das heißt, beide haben einen Key, gemeinsamen geheimen Key, oder asymmetrisch. Das ist also, man hat einen Public Key, mit dem man das wie so eine Adresse, an die man dann jemanden schickt und das verschlüsselt und derjenige, der einen Secret Key hat, kann es dann entschlüsseln. Und digitale Signaturen sind sowas wie digitale Unterschriften zur Authentifikation da. Da gibt es auch einen Secret Key, dann authentifiziert man sich damit, signiert eine Nachricht und verifizieren kann das dann jeder mit einem Public Key. Also meine erste Aufgabe war es, eine RSA-Implementierung zu brechen. Das war dann so eine Hardware, da lief einfach RSA drauf, ganz naiv implementiert.
Und dazu will ich kurz mal wiederholen, was hier passiert. Erstmal, damit ich irgendwas brechen kann, müssen wir die Entschlüsselung anschauen. Also es läuft die Entschlüsselung auf einem Hardware-Chip, weil man dann einen Secret Key braucht, um das zu entschlüsseln. Und da gibt es dann so eine berühmte Formel, dass man so ein Chiffrat C hat und der Empfänger so eine modulare Exponentiation durchführt mit dem Secret Key E. Und dann bekommt man den Klartext M. So, wenn ich jetzt einfach den Stromverbrauch anschaue, dann sehe ich das hier, dieses Muster. Ich hoffe, das sieht man. Da habe ich schon noch eingetragen, was das Secret Key ist. Also man sieht irgendein unregelmäßiges Muster auf dem Oszilloskopen. Das habe ich dann Oszilloskopen angeschlossen. Und tatsächlich kann man direkt den Secret Key, dieses E, in Binärdarstellung einfach ablesen, was daran liegt, dass diese modulare Exponentiation, das wurde impliziert als Square and Multiply-Algorithmus, das heißt, immer wenn eine 1 da ist an der Stelle, also man iteriert über den Secret Key binär, und immer wenn eine 1 steht an der Stelle, wird quadriert und multipliziert, und wenn eine 0 steht, nur quadriert. Und die Multiplikation braucht länger als das Squaren, und deswegen hat es so einen langen Peak hier, die Multiplikation. Also immer wenn kurzer und langer Peak ist, ist es eine 1, wenn nur ein kurzer Peak ist, ist es eine 0. Und so kann man dann direkt das ablesen. Und das war dann in den ersten 3-4 Monaten habe ich das dann mich damit beschäftigt. Ja, danach bin ich umgestiegen auf eine andere Hardware. Das ist auch sehr zu empfehlen, jeder, der sich damit beschäftigen will. Das ist der Chip Whisperer Kit Pro. Da gibt es auch schöne Tutorials zu. Da ist ein Oszilloskop schon integriert. Das ist hier links ein Oszilloskop. In der Mitte ist dann, hier sieht man, glaube ich, sogar den Prozessor, auf dem die kryptografischen Operationen laufen. Das ist ein Cortex-M4 hier, STM32F. Und so sieht das bis jetzt auch bei mir aus, dieses Setup. Ganz primitiv eigentlich. Und dann war die nächste Aufgabe von mir, AES, eine AES-Implementierung zu knacken. AES, das ist ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren. Also geheimer Key gehört, ist zum Verschlüsseln und zum Entschlüsseln gleich. Und wenn man das dann anschaut, den Stromverbrauch, dann sieht man dieses Muster hier. Man erkennt also schon wieder irgendetwas, nämlich, dass da irgendwie solche 10 Peaks sind. Und wenn man dann die Implementierung ansieht, sieht man, okay, AES hat 10 Runden, also wird das erste wohl hier in einer Runde sein. Ich glaube, schaut die Verschlüsselung an, das ist auch wichtig, ja. Und das ist dann der Ausschnitt der ersten Runde. Da gibt es auch wieder anscheinend Runden in der Runde und man sieht ja irgendwelche Peaks, aber so klar wie in RSA sieht man jetzt nicht den Secret Key. Also es ist alles sieht regelmäßig aus, nicht unregelmäßig, also es ist schwerer, den Secret Key einfach abzulesen. Deshalb muss man sich überlegen, okay, warum variiert überhaupt der Stromverbrauch? Also warum bleibt es da nicht einfach nur konstant? Und das liegt vor allem daran, dass der Stromverbrauch abhängt von Berechnungen. Also man kann sich vorstellen, wir haben 32-Bit-Register, da sind jetzt 32 Nullen dran. Und wenn nach einer Berechnung alles mit 1 gefüllt wird, dann geht immer ein bisschen Strom verloren, wenn es von 0 auf 1 switcht oder von 1 auf 0 eben. Das heißt, immer wenn irgendwas in Registern eingespeichert wird oder gerechnet wird, sollte der Stromverbrauch höher sein. Genau, also der Stromverbrauch hängt ab von Berechnungen und diese Berechnungen hängen natürlich von Geheiminformationen ab. Also hängt eigentlich der Stromverbrauch von Geheiminformationen ab, so die Logik. Jetzt wird es ein bisschen tiefer ins Rabbit Hole. Nämlich wir schauen jetzt nicht, also AES ist eine große Berechnung, jetzt schauen wir uns irgendeine kleine Zwischenberechnung an, um zu schauen, okay, vielleicht sieht man diese Zwischenberechnung ja beim Stromverbrauch. Und dann gibt es in der Implementierung so eine kleine Zwischenberechnung, die nimmt die ersten 8 Qubits, also Key 0.7, soll darstellen, das sind die ersten 8 Qubits, die ersten 8 Message Bits, man verschlüsselt ja eine Message mit einem Key, XORt die erst aufeinander, XOR soll es darstellen, das sind dann 8 Bits, die kommen in eine S-Box rein, diese S-Box ist so eine, die nimmt 8 Bits und gibt 8 Bits raus, ist sowas wie eine Permutation oder eine Lookup-Tabelle, also man kriegt ein Bit, man kriegt 8 Bits rein und kriegt 8 Bits raus. Das ist so festgelegt. Letztendlich permutiert das einfach die ganzen Bytes. Und dann hat man 8 Bits Output. Und jetzt kann man ja denken, okay, wenn ich jetzt irgendwie 0 Bits, also wenn ich 8 mal die 0 habe im Register, also 8 mal 0 rausbekomme, vielleicht verbraucht das ja weniger Strom, als wenn ich 8 mal 1 habe. Weil Einsen, wenn es von 0 auf 1 wechselt, verbraucht es ja mehr Strom. Wie kann man das jetzt testen? Ich habe ein Testszenario, wie gesagt, bekannter Key. Ich nehme jetzt 5000 verschiedene
bekannte Messages, schaue mir an, was würde denn rauskommen aus dieser Xbox, schaue mir nur den letzten Bit an, zum Beispiel, ich kann mir auch irgendeinen ersten, zweiten, dritten Bit anschauen und entweder ist dieser Bit der 0 oder der Bit ist 1. Und ich messe jetzt den Strom bei der ganzen AES-Verschlüsselung. Oder auch hier bei der S-Box, die ist ja dabei. Und dann tue ich alle Traces, Stromtraces zu den Messages, die eine 0 haben, in die eine Gruppe und alle Traces, die eine 1 haben, in die andere Gruppe. So. Und wenn die jetzt signifikant sich, also wenn dieses Bit einen Einfluss hat auf den Stromverbrauch, dann müssten sich diese zwei Gruppen ja im Stromverbrauch unterscheiden durchschnittlich. Das habe ich dann aufgemalt, also das ist erstmal oben ist der normale Stromverbrauch von den 10 Runden und dann sieht man unten die Differenz der Durchschnittstraces dieser zwei Gruppen, jeweils wenn das Endbit 0 ist oder Endbit 1 ist. Und dann sieht man hier, es ist eigentlich nicht wirklich was da, aber in der ersten Runde sieht man einen Peak. Also um das klarer zu zeigen, hier habe ich, sieht man das, hier einmal grün ist die eine Gruppe von Bit 1 und rot ist die Gruppe von Bit 0. Das heißt, die unterscheiden sich in diesem Punkt im Stromverbrauch durchschnittlich. Und das sieht man auch in der Differenz, so ein Peak. So, das bringt uns ja nichts in einem Angriffsszenario. Also, jetzt kann man sich überlegen, wie möchte man das jetzt in einem Angriff irgendwas machen. Ein Angriffsszenario, wir haben jetzt folgendes Szenario, wir haben einen unbekannten Key, den wollen wir herausfinden. Und wir lassen jetzt so eine Hardware, Angriffshardware, 5000 verschiedene bekannte Messages, die kennen wir, verschlüsseln und messen den Stromverbrauch. So, jetzt wissen wir, wenn wir den richtigen Key hätten und dann nach Output unterteilen würden, die nach 0 oder 1, dann würde sehr eine Differenz im Stromverbrauch zu sehen sein, wie gerade eben. Aber den kennen wir ja nicht. Was wir machen können, Es sind ja nur 8 Bits, dieser Key, also können wir einfach mal alles ausprobieren. Wir können jeden möglichen Key ausprobieren, zum Beispiel 0000, 0000, schauen, was würde in dieser S-Box herauskommen und dann tun wir die Messages einmal in Gruppe 0 und einmal in Gruppe 1. Je nachdem, ob da halt Bit 0 oder Bit 1 rauskommt. Und das machen wir für jeden Key, für alle 256 Keys. Und dann machen wir das halt nicht, also dann sehen wir nehmen halt diese Stromtrace-Message-Paare, die wir halt gemessen haben und probieren und sortieren die einfach wieder in diese zwei Gruppen, schauen uns die Differenz an. Und also wie gesagt, für den richtigen Key ist die Differenz sehr groß. Und jetzt habe ich mal alle 256 Möglichkeiten, wie ich das in zwei Gruppen sortieren kann, aufgemalt und sieht das so aus. Also das sind die Differenzen der Durchschnittstraces der zwei Gruppen, wie vorhin. Das rote ist der richtige Key, das sah schon ähnlich so aus. Genau, also so zwei Peaks und ein kleiner. Und alle anderen sind die 255 möglichen Keybytes, wie ich das halt dann sortieren kann, nach dem Output 0 oder 1. Und man sieht, dass sich der richtige Key sehr weit abhebt von allen anderen. Das liegt daran, ich habe ja, wenn ich nach dem richtigen Key habe, dann habe ich ja wirklich richtig nach 0 und 1 unterschieden. Und wenn ich den falschen Key gewählt habe, dann habe ich einfach nur zufällig 5000 Traces in zwei Gruppen unterteilt. Ja, dann sollte ja gar kein Unterschied zu sehen sein. Also unterscheidet sich für den richtigen Key der Stromverbrauch der beiden Gruppen am stärksten. Und so kann man, also das ist jetzt Differential Power Analysis, ziemlicher Brocken, erstmal das zu verdauen. Genau, und das ist so die gesamte Idee, eigentlich, wie ich jetzt den Angriff gestalten werde. Das ist gleich eine kurze Zusammenfassung. Das erste, was wir gemacht haben bei RSA, ist Simple Power Analysis. Das haben wir jetzt bei RSA gemacht. Das ist simpel, das heißt, wir brauchen nur ein paar Messungen und wir können durch bloßes Hinsehen schon erkennen, was der Key ist. Und alle Funktionen, die irgendwas mit dem Secret Key machen, sind gefährdet. Muss man alles immer checken. Und was wir jetzt gerade gemacht haben bei AES, heißt Differential Power Analysis, DPA abgekürzt. Da braucht man ganz viele Messungen. Wir machen ja statistische Methoden. Wir nehmen irgendwie den Durchschnitt, wir tun das in zwei Gruppen, schauen, ob sich die Gruppen irgendwie unterscheiden. Und wir brauchen vor allem irgendwie variablen, bekannten Input M, irgendeine Message, damit wir anderen verschiedenen Output bekommen. Wir müssen irgendwas in zwei Gruppen unterteilen. Wenn wir immer gleiches M hätten, hätten wir immer den gleichen Output. Das geht ja nicht.
Also die gesamte Idee des Vortrags ist, in dem neuen Algorithmus, den ich jetzt gleich zeigen werde, ist, wir suchen irgendwas, so eine Funktion f, die was mit einem Key macht und mit Messages, die wir kennen und variieren können. Dann möchte ich mal zum Angriffsalgorithmus kommen. Was ist Crystal Silicium? Das ist erstmal unser Angriffsziel. Und das ist ein digitales Signaturverfahren. Also man kann Messages signieren, sagen, das ist man. Das ist dann auch theoretisch sicher, EUFCMA sicher, wenn jetzt jemand was sagt. Unter der Annahme, dass sich bestimmte Gitterprobleme nicht effizient lösen lassen. Das sind mathematische Gitter. Kurz gesagt, Quantencomputer können diesen Algorithmus nicht knacken, noch nicht. Und RSA ist natürlich knackbar mit Quantencomputern, also die Faktorisierung der Primzahlen. Und deshalb hat jetzt die NIST eine Post-Quantenkryptographie-Standardisierung in so einen Wettbewerb durchgeführt und hat diesen Algorithmus ausgewählt 2023. NIST, National Institute of Standards and Technology, Amerika, die sagen dann, was in ihren staatlichen Behörden mit wo man Geheimhaltung braucht, dann was für kryptografische Verfahren angewandt werden. Ja, und das muss man natürlich jetzt auch untersuchen, ob das halt gegen Seitenkanalangriffe resistent ist. Und das war dann so ein bisschen meine Aufgabe am FZI. Wir haben uns dann eine konkrete Implementierung angeschaut. Das sieht erstmal kompliziert aus. Auf einem Cortex-M4. Das war jetzt konkret eine Implementierung, die vor allem sehr kompakt ist. Und die Lithium sieht ungefähr so aus. Und man muss gar nicht so wirklich verstehen, was da passiert. Man muss ja bloß verstehen, wo irgendwas Geheimes berechnet wird und wo man DPA-Schutz braucht und SPA-Schutz. Hier alles, was blau ist, ist bekannt. Und alles hier, die roten Kreise, das ist ein Secret Key, das gehört zum Secret Key, das gehört zum Secret Key, K, S1 und S2. Ja, und alles, was orange ist, wie gesagt, ist geheim. Da braucht man natürlich Simple Power Analysis Schutz. Muss man schauen, ob das nach einem Trace schon alles sichtbar ist. Und was wir uns anschauen, ist alles, was DPA-Schutz braucht. Das ist nämlich ja, wie gesagt, die Situation, wo wir was Bekanntes haben und was Unbekanntes. Und da wird irgendwas zusammen berechnet. Und dann gibt es hier eine Multiplikation, eine Addition. Und hier ist eine Hash-Funktion. Die sollte ich dann untersuchen. Das war meine Aufgabe als Hiwi. Und genau, dann wollte ich das mal genauer anschauen, was da eigentlich passiert. Dazu kann man in die Spezifikation reingehen von Dilithium. Der Secret Key sieht ungefähr so aus. Man macht eine Message rein, bekommt eine Signatur raus. Und in der Linie 4 ist genau das, was wir angreifen wollen. Das ist eine Hash-Funktion, die nimmt diesen Secret Key K, konkateniert mit irgendwas Bekanntem μ. Also eine DPA benötigt ja genau das. Also wir haben es ja schon. Oder nicht? Dann können wir doch jetzt wieder das letzte Bit vom Output anschauen, 5000 Mal messen und dann alles die 1 an die eine Gruppe und die 0 an die eine Gruppe tun. Geht nicht so einfach, weil was wir gemacht haben, wir sind ja jeden möglichen Key durchgegangen, aber der Key ist hier noch 256 Bits groß und dann sind wir schon nah bei der Anzahl der Atome im Universum. Also man kann einfach 2 hoch 256 nicht brute-forcen. Und jetzt geht es noch mehr ins Rabbit Hole rein, weil wir müssen uns anschauen, wie die Hash-Funktion, also wir müssen jetzt eine Zwischenberechnung in der Hash-Funktion schauen, damit es noch kleiner wird. Wir brauchen noch eine kleinere Zwischenberechnung. Ja, und deswegen wollte ich euch erklären, wie eigentlich Shake 256 funktioniert. Das ist jetzt die Hash-Funktion. Shake 256 ist erstmal eine Variante von SHA-3. Da kann man variable Output-Länge rausbekommen, bei SHA-3 sind die fest. Und SHA-3 ist halt eben auch so eine Standard-Hash-Funktion, die wird jetzt überall verwendet und die gilt als sicher, theoretisch sicher und vom NIST wieder als Standard-Hash-Funktion ausgewählt 2015. Und ja, die basieren auf einer Sponge-Konstruktion. Die sieht so aus. Die erkläre ich jetzt mal kurz. Was man in die Hash-Funktion reinmacht, ist ja jetzt hier in unserem Fall K konkateniert mit μ. So. Diese Hash-Funktion hat so ein State von 1600 Bits, das sind einfach 1600 Bits, und man teilt jetzt den Input auf in Blöcke von 1088 Bits und XORT die auf diesen State, also erstmal XORT man auf 0 drauf
Und alles diesen Inner State hier unten lässt man einfach in Ruhe. Und dann permutiert man diesen ganzen 1600 Bits. Das ist F, ist eine Permutationsfunktion, die vermischt alles. Und dann nimmt man den nächsten Block vom Input und XORt die auf diesen State drauf, der eben schon gerade da war. Und dann permutiert man wieder und das so lange, bis man eben den ganzen Input verarbeitet hat. Und dasselbe mit dem Output, nimmt man 1088 Bit raus, permutiert und dann hat man wieder 1088 Bit raus. Eben so viele, wie man haben will. In dem Fall ist es gar nicht so kompliziert, weil unser Input ist 256 plus 385 Bits lang. Es ist deutlich weniger als 1088. Das heißt, eigentlich XORen wir einfach nur auf diesen, wir XORen einfach nur die ersten, also K und Mühe auf diesen 1600 Bit langen State und permutieren das sofort. Also wir müssen jetzt noch tiefer reingehen und irgendwie schauen, wir brauchen ja eine Zwischenberechnung, also müssen wir uns tatsächlich jetzt die Permutation anschauen von Shake 256. Und dafür gibt es einen tollen Pseudocode, aber das will ich jetzt euch nicht antun, deswegen gibt es eine schöne grafische Anordnung. Weil die Permutation kann man sich vorstellen, dass es jetzt so ein Quader gibt, das sind diese 1600 Bits, das ist ein 5x5 mal 64 Quader, also 5, 5, 64 nach hinten. Und da wird irgendwas mitgemacht, da zeige ich gleich schöne Bilder. Jetzt ist erstmal wichtig, wie das angeordnet wird, dieser Input. Nämlich erstmal den Key, man macht erstmal den Key rein, da wird erstmal diese Lane hier voll gemacht, K0 bis hier K63, also die ersten 64 Bits. Dann wird die nächste Lane voll gemacht, hier 64 Bits, die nächste 64 Bits und 256 Bits sind 4x 64 Bits, also hat man vier Lanes voll. Und dasselbe macht man mit μ. Dann hat man halt hier μ0 bis μ64 und weiter. Und das sind dann halt 6x64 Bits. Und oben ist einfach nur 0. Weil ich habe ja keinen Input mehr. Ja. Und dann macht man was mit diesem schönen Quader. Also erstmal, die Permutation besteht aus 10 Runden und eine Runde besteht aus verschiedenen Schritten. Und diese Schritte machen lustiges Zeug. Hier habe ich zum Beispiel, dieses, also muss man von rechts nach links lesen, Theta wird zuerst angewandt, dann Rho, dann Pi, dann Chi, dann Eta. Und ich habe zum Beispiel mal Pi aufgemalt. Man nimmt also immer solche Slices von diesem Quader und verschiebt die Bits so, wie es hier hingeschrieben ist, auf einen anderen Platz. Chi, da nimmt man solche Lanes und das sind, glaube ich, Not and, und And Getter. Und macht irgendwelche arithmetische Operationen zusammen und XORt dann nochmal alles auf den Anfangsbit. Also es ist kompliziert. Diese Permutationsschritte sind kompliziert. Deshalb möchte ich auch nur den ersten Schritt anschauen, weil da ist noch alles schön und gut. Da wissen wir, wie das alles aussieht. Deswegen schauen wir uns mal diesen Theta-Schritt an. Und was der macht ist, wir haben, was am Ende in diesem Bit hier rauskommt, in dieser dunkelgrauen Box, ist, man XORt erstmal diese Säule hier links davon auf. Also es sind ja alles Bits. Und dann XORt man diese Säule aufeinander auf, man XORt diese Säule aufeinander auf und dann XORt man diese beiden Säulen aufeinander auf und dann XORt man das auf das ursprüngliche dunkelgraue Bit drauf. Letztendlich, was wichtig ist, wir haben hier ein XOR von dieser Säule. Das heißt, nochmal, was wir eigentlich suchen, ist ja für die DPA, für die DPA suchen wir irgendwas Bekanntes, ein M oder ein μ, und was Unbekanntes, den Key. Und da soll irgendwas miteinander gemacht werden. Und jetzt haben wir hier, diese Säule hier wird ja auch aufeinander berechnet. Analog wie bei der S-Box wird also ein Zwischenwert berechnet. Und da wird ja so eine ganze Säule aufgexort, also K0 XOR, μ64, weil der 64. Bit dort angeordnet ist, XOR 0, XOR 0, XOR 0. Also wir haben dieselbe Situation wieder bei der S-Box. Das könnte ich jetzt auch aufmalen, also ja, unbekannter Key, bekannter Key. Kann ich also wieder 5000 Mal was messen, Messages reinmachen, verschiedene Messages, kann es 5000 Mal messen und wieder, ich habe ja zwei mögliche Bits, letztes Mal hatte ich 256 mögliche Bytes, da musste ich ja diese Sortierungen, ich musste ja diese Messages sortieren in zwei Gruppen für jeden Byte immer und hier habe ich ja nur zwei mögliche Bits, 0 oder 1 für K0. Das heißt,
Ich sortiere einfach mal, was wäre, wenn jetzt der Key 0 wäre, was würde da rauskommen. Ich sortiere nach dem hypothetischen Output, was aus diesem XOR rauskommen würde. Und mache ich das halt auch, was würde für den Bit 1, was würde rauskommen. Und dann berechne ich wieder Differenz der Durchschnittstraces. Das kann ich wieder aufmalen. Ich habe das ja, vorhin habe ich so 256 Traces aufgemalt, also 256 Linien, und jetzt habe ich nur zwei Linien, weil ich habe ja nur zwei mögliche Keys. Das ist jetzt die Differenz der Durchschnittstraces dieser zwei Gruppen, wo ich Output-Bit 1 habe oder Output-Bit 0. Und jetzt sehen wir, okay, ich habe, also was man hier sieht, auf der X-Achse wieder die Zeit, auf der Y-Achse die Differenz im Stromverbrauch, das ist jetzt für den Key-Bit K0. Und einmal, was wäre, wie würde das aussehen, wenn der Key-Bit blau, also 1 wäre, und wie würde es aussehen, wenn es rot wäre. So, und wir sehen, okay, beide haben irgendwie einen gleich großen Peak. Tatsächlich sind die in der X-Achse irgendwie symmetrisch. Das heißt, wir können jetzt nicht mehr anschauen, ja, was hat den höchsten Peak oder so. So funktioniert das nicht. Wir schauen einfach mal weiter. Vielleicht kann man irgendeine Heuristik erkennen. Das ist jetzt zum Beispiel für Qubit K1, kann man ja genauso machen. Es wird auch aufeinander gexort. Da sehen wir, okay, es gibt wieder auch eine Leakage. Also wir scheinen ja irgendwas getroffen zu haben. Hier wird das anscheinend berechnet. Ich habe den richtigen Key auch punktiert gemacht. Wir machen es noch weiter für den Key 2. Und da sehen wir, hier ist ein ganz anderes Muster und es gibt eine schöne Erklärung, wie das funktioniert, aber ich mache jetzt mal eine einfache Erklärung, nämlich wenn der Keybit 0 der richtige Key ist, dann sieht das Muster dieser Leakage komplett anders aus, als wenn der Keybit 1 der richtige Key ist. Also als wenn der Bit 1 der richtige Key ist. Also hier ist es irgendwie so, es geht runter und hoch und hier geht das nur runter und hoch. Und wenn ich jetzt mal weiter anschaue, wie die weiteren 7, 8 Bits, dann sehen wir hier immer, hier hat es dieses Muster, da ist der korrekte Bit 1, hier ist korrekte Bit 1 und hier sind die alle, hier ist immer 0 der korrekte Bit und da ist das Muster komplett anders. Also man könnte eigentlich einfach ablesen, wie bei RSA, was die richtigen Bits sind. Ich habe hier nichts gemacht, außer Strom gemessen, Mathe drauf und Mathe drauf geschmissen. Also ich habe wirklich nur Strom gemessen, ich kenne die Messages und habe Mathe drauf geschmissen und das plotten lassen und ich könnte jetzt direkt ablesen, was der Key ist. Und das ist jetzt genau 64 für die weiteren bis 256 Bits. Kurze Hintergründe zum Angriff. Ich glaube, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich kann damit alle Keys also erraten. Funktioniert immer mit verschiedenen Keys. Und ich habe jetzt die Stromtraces aufgenommen, während ich einfach den Algorithmus laufen lassen habe, den gesamten Signieralgorithmus. Ich brauche ungefähr 2500 Messungen. Und das dauert 40 Sekunden auf meinem Laptop hier, der eigentlich immer abstürzt. Also also in 40 Sekunden kriege ich den gesamten Key raus. Ich habe es auch in der vorausstehenden Umgebung gemessen. Ihr habt ja mein Hardware-Setup gesehen, habe das neben mein Laptop gehabt. Und aus K, das lässt sich auch der gesamte Secret Key, der im Signaturalgorithmus ist, einfach effizient berechnen. Also das gesamte Verfahren ist in dieser Implementierung gebrochen, quasi. Ja. Dafür habe ich leider keine Zeit mehr, aber das ist dann, wie man den gesamten Key berechnen kann. Man kann also, wenn man K hat, auch S1 und S2 berechnen. Ja, und wenn ihr das mögt und wenn ihr auch sowas machen wollt, dann wir freuen uns immer über Verstärkung im FZI. Ich bin seit einem Jahr mit Seitenkanälen und das macht ganz viel Spaß. Und dann könnt ihr euch gerne bei mir melden oder bei meinem Betreuer Vasili. Hier habe ich die Kontaktdaten. Also vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank dir für den interessanten Vortrag. Gibt es Fragen? Ich sehe schon die ersten. Wobei, also nicht die Implementierung ist dann gebrochen, sondern die Implementierung auf dieser bestimmten Hardware, auf der du das analysiert hast, ist gebrochen. Ja, genau. Ist auch wichtig zu sagen. Also klar, wir greifen Implementierung an, aber das ist immer auf einer bestimmten Hardware. Ich habe ja es nur für die Hardware gecheckt und deswegen. Kann man beim Design der Algorithmen schon darauf achten, dass solche Attacken schwer werden oder sind die unvermeidlich? Also es gibt Countermeasures, also genau, damit würde ich mich jetzt beschäftigen als Zivi. Man kann schon vorher, es wird auch immer gemacht, man kann immer seitenkanalresistente Implementierungen machen. Man kann
maskieren, Witz maskieren und allgemein, also genau, ich kenne mich leider nicht so gut aus mit den Seitenkanal, also es wird auf jeden Fall, es gibt seitenkanalresistente Implementierungen und das ist auch, diese ist es auf jeden Fall nicht. Und deshalb, man zeigt, es ist angreifbar, also muss man jetzt das so implementieren. Und es geht schon, aber es wird meistens nur erschwert und ist schon möglich, also man macht nur den Workload, der gebraucht wird, um es anzugreifen höher. Ja. Gibt es weitere Fragen? Jawohl. Crystals Lithium ist ja so ein Gitter-Algorithmus. Weißt du zufällig, welche Dimension das Gitter hat? Also wie viele Gittervektoren man in dem Ding drin hat? War das mit dem Kernel? Naja, das ist jetzt zum ersten Mal kein einfaches Gitter. Da habe ich leider, da lasse ich mir meine Betreuer reden. Ja, also das ist jetzt nicht das normale LWE, worauf es basiert, wo man da so schon Dimensionen hat, die über 1000, Kreuz 1000 gehen, schon ziemlich hoch. Hier hat man, basiert es auf Modul-LWE, da sind einzelne Elemente in den Matrizen oder in dem Gitter, sind Polynome, die vom Grad sind 256. Und da ist die Dimension dann um einiges kleiner, da ist dann irgendwie sowas wie 4 Kreuz 4, aber dafür halt jedes Element recht großer Polynom. Ist Crystals Lithium derzeit der einzige Kryptoalgorithmus aus diesen Post-Quantum-Dingern von der NIST, wo solche Attacken schon analysiert werden oder wurden auch schon andere Algorithmen aus dieser Liste entsprechend analysiert? Meinst du jetzt mit der Standardisierung? Genau. Kannst du auch was zu sagen, aber ich glaube mal, also ich habe da nur halt, also das, also über diese organisatorischen Sachen. Ja, also neben Dilithium gibt es da noch Falcon noch mit dabei. Okay. Bei Falcon ist es aber so, es wird zwar auch analysiert, aber dort stellt man fest, dass es noch komplizierter ist, dagegen Seitenkanäle zu schützen als Dilithium, sodass man eigentlich aktuell auf Dilithium sozusagen die Wetten setzt. Weitere Fragen? Ich sehe zumindest niemanden, der sich meldet. Traut euch, Fragen zu stellen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Was? Nicht so schnell. Ja. Oh, verdammt. Warte, was? Keine Fragen, okay. Dann von meiner Seite nochmal zwei Veranstaltungshinweise. Hier im Blauen Salon geht es jetzt gleich um 15.15 Uhr, glaube ich, weiter mit Softwareentwicklung für Raspberry Pi. Was ansonsten auf dieser GPN ein bisschen untergegangen ist, ihr könnt mit euren Badges natürlich auch dieses Jahr wieder ins ZKM gehen, heute und morgen bis 18 Uhr. Dazu bitte mit dem Badge einmal an der ZKM-Kasse vorsprechen, dann kriegt ihr eine Freikarte. Genau, Dankeschön. Ja, danke fürs Zuhören.